Herzlich willkommen zum neuen Let's Play Don't Starve. Ich finde das Spiel zwar nicht gerade schön, zumindest am Anfang nicht, aber man gewöhnt sich dran. Ist für mich noch relativ neu. Ich habe es nur mal kurz so angespielt. Man sieht's. Und ja, ich würde mal sagen, dann probieren wir es einfach. Charakter kann ich keine auswählen. Nee. Schade. Und Welt lasse ich auch mal so, wie sie ist. So, New Game. Und los geht's. Ich habe noch nicht wirklich eine Ahnung, was man da machen muss. Soweit ich weiß, ist das Überleben. Aber ich habe mir so ein bisschen schon mal angeguckt. Und ihr habt vielleicht gemerkt, jeder Charakter hat hier so ein bisschen Klavier, könnte man das nennen, oder zumindest so komische Geräusche statt einer Stimme. Naja, muss man sich dran gewöhnen, wie gesagt. Aber ich finde das Spiel ganz lustig. Ich sammle am besten erstmal nur dieses natürliche Zeugs. Gras und Stöcker. Keine Ahnung, ob man das so macht. Ah ja, hier. Ja, ich hab's wie gesagt kurz angezockt. Boah, es geht, ne? Jetzt nicht so das geilste Spiel, aber man hat schon Bock drauf, das weiterzuspielen. Ja gut, bei meinem ersten Probieren des Spiels habe ich aus Versehen diesen ganzen scheiß Wald angefackelt. Also nicht so ein kleiner, sondern so ein richtig großer. Aber ja, passt schon. Ah, geil. Ein Hut. Kann man was damit machen? Nee. Besser er als ich. Geil. Ein Hut. Ah, 10% nur noch. Okay, dann können wir gleich die ersten Dinge schon mal bauen. Ja, ich kann mal ganz kurz erklären, was hier so... Kann man die Maus sehen? Ja. Also das hier oben ist halt die, so eine Art Uhr. Das Gelbe heißt halt, dass Tag ist. Dieses Rote ist Dämmerung. Und das Blaue, Dunkle, das ist dann die Nacht. In der Nacht sollten wir uns verstecken, beziehungsweise ein Feuer machen und dann nicht ins Dunkeln gehen. Ja, tagsüber und in der Dämmerung kann man halt normal rumlaufen. Das hier ist unser unsere Essensanzeige. Das ist halt so ein Magen, denke ich mal, oder sowas. Geht relativ schnell leer und man kann nicht viel dagegen machen, zumindest nicht am Anfang. Außer halt Karotten. Und, ja, das war's eigentlich. Karotten. Und Beeren. Stimmt, Beeren kann man hier auch noch essen. Kann man dann über ein Feuer braten, dann bringt die, glaube ich, ein bisschen mehr. Das hier ist halt ganz normal die Lebensanzeige. Und das hier ist so eine Angstanzeige oder Verrücktwerdenanzeige. Bisschen wie bei Amnesia oder sowas. Das ist, wenn es dunkel wird oder wir in ein böses Gebiet kommen, dann kriegt der Typ hier Angst. Im Moment noch gar nichts. Das kann man verbessern, wenn man zum Beispiel Blumen pflückt, dann geht das wieder ein bisschen höher. Frag mich nicht warum. Ist einfach so. So. Dann bauen wir die ersten Dinge schon mal. Eine Axt. Und eine Spitzhacke. Ja, es erinnert ein bisschen an Minecraft. Aber ich hasse das, wenn man... Nur weil das so ein bisschen an Minecraft erinnert, das immer mit Minecraft zu vergleichen. Ah, es ist ein komplett anderes Spiel. Es geht nur darum, sich aufzubauen. Und dann weiß ich nicht. Muss man doch nicht immer mit Minecraft vergleichen. So. Genau, hier geht es halt viel um Wissenschaft. Na komm, beeil dich. Man hat hier so Wissenschaftsgeräte, die man aufbauen muss, um dann weiterzukommen. Die sind hier. Brauche ich aber Gold für, habe ich noch nicht. Oh, ein Hase. Ja, der Anfang ist immer noch ein bisschen langweilig.
Ich glaube, 3 oder 4 Nächte oder so passiert auch erstmal gar nichts. Also man darf zwar nicht in die Dunkelheit gehen, aber es passiert nichts Schlimmes. Ich glaube, irgendwann passiert dann irgendwas Schlimmes. Zumindest so habe ich das verstanden bei einem Let's Play. Aber ich wollte mir auch nicht zu viel angucken, damit es nicht so gespoilert oder, wie sagt man, ja, gespoilert rüberkommt. Oh, es wird langsam dunkel. Ich will nicht, dass es dunkel wird. Ja, ich versuche noch Stein zu finden, damit ich hier ein richtiges Feuer machen kann. Dann haben wir schon mal so eine Art kleines Lager. Aber irgendwie... Ups. Da ist nochmal ein Holzdings. Ja. Weil ich hab... Sehr gut. Und das hier sind so... Pienzapfen. Wie nennt man die? Ja, ich glaube... Die kann man halt im Boden pflanzen, dann kommen neue Bäume. Da. Oh, geil. Gold sogar. Das heißt, wir können eine Wissenschaftsmaschine bauen. Och Mensch. Du sollst nicht das Ding immer wieder zu machen, Depp. So, nehmen wir da nochmal die Rocks auf. Kenne ich gar nicht, das ist so ein dunkles Gebiet. Ah, ich glaube, das ist dieses Dunkle, was ihn fertig macht. Also ihr seht, geht schon so ein bisschen runter, weil es halt dunkel wird draußen. So. Und dann können wir gleich schon mal das erste Feuer machen. Ach nee, meine Axt ist, meine Spitzhacke ist kaputt. So, dann mach hopp. Sehr gut. Ja, mache ich gleich so ein Feuer, dann kann ich hier meine Basis bauen. So, Wissenschaftsmaschine. Und dadurch haben wir jetzt einiges mehr. Dann lege ich da nochmal ein bisschen was Brennbares rein. Ich finde das auch noch, dann habe ich mehr Platz. So, kochen wir ein bisschen was zu essen. Nee, kann man nicht essen. Also kann man essen, aber nicht kochen. So, was ist das? Seeds. Kann man die kochen? Ja. 83 in unserer Anzeige jetzt. Mit Karotten steigt sie auf. 95. Ja gut, geht. Ups. Soll er mal so, ups, nicht fallen lassen. Gott. Sehr gut. Okay. Das können wir noch nicht, ein Speer. Ah, irgendwie hier kann man auch Seile machen. Eine Schaufel brauchen wir noch nicht, ne. Pitchfork und einen Rasierer brauchen wir auch nicht. Eine Trap. Oh. Ah, ein Backpack, sehr gut. Da haben wir dann ein bisschen mehr Platz. Das ist sehr gut. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, wo man ein Seil macht. Hier glaube ich irgendwo. Woodwall. Mensch! Jetzt gib mir doch mal so ein scheiß Seil. Chest. Sing. Ah, hier, Rope. Cutstone. Aber brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Was wollte ich damit jetzt machen? Ein Speer, genau. So, dann können wir auch schon uns verteidigen, falls was sein sollte. Oh, mein Hut ist kaputt. Goldnugget hier rein. Immer alles, was wir nicht brauchen, hier rein. Das kann er nochmal essen. Dann haben wir es auch weg. Und das auch. Oh. Geil. Perfekt. So viel Stein.
Oh, einsammeln mache ich gleich. So. Da haben wir doch schon mal einen ganz guten Anfang. Ah ne, es regnet. Macht das irgendwas mit ihm? Nö. Dem Roboter schadet das, glaube ich, wenn es regnet. Also es gibt hier noch so einen Roboter zur Auswahl. Aber ich glaube, der geht vom Regen kaputt oder sowas war das.